Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und wir sind zurück beim grünen Frieden bei Stellaris in einer neuen Staffel. Wir sind ja jetzt in den normalen Rhythmus meiner Let's Plays zurückgekehrt. Das heißt immer eine Staffel, etwa 6 Folgen und dann wechselt das ab, derzeit mit Victoria 2. Und ich bin gar nicht so traurig, dass wir dadurch etwas langsamer vorankommen, denn dadurch kommen wir vielleicht noch in den Genuss der angekündigten nächsten Patches, gerade wenn wir langsam, aber sicher so uns dem dem diplomatischen Spiel, dem Midgame nähern, ist es ja erfreulich, was da alles kommen soll. Für die, die es interessiert, erstmals hier mit der Deutsch-Mod, die ich sehr empfehle, und erstmals oder mit dem aktuellen 1.03-Patch. Ob er noch aktuell ist, wenn ihr ihn seht, das steht auf einem anderen Blatt. Soweit zu diesen Dingen. Ansonsten, ihr seht es, ich habe ein bisschen in den Save-Dateien rumgefummelt. Und habe die anderen Reiche mal auf Deutsch benannt. Das fand ich doch sehr sperrig. Das ist also jetzt das Großherzogtum, wie heißt die nochmal? Dima Xanian, der Rat der Lagin Chutz, das Galaktische Imperium der Yalon, die zentrale Tumbator-Gemeinschaft. Hier unten haben wir das Sukakan-Mandat, hier haben wir die Liga von Junior, hier unsere, unsere Hippies. Das die interstellare Koalition der Hisma und hier haben wir die Vereinigten Sonnen der Ubarik. Und ich wurde aufgeklärt, diese 4 Fraktionen, die haben nicht uns gefunden, die sind noch nicht so weit vorgedrungen, sondern über diese wurden wir informiert von den Weltraumnomaden. Das hatte ich nicht ganz so richtig mitgeschnitten. Nun gut, wie auch immer, wir gehen weiter, wir machen weiter. Und eine wichtige Sache allerdings am Beginn, und zwar wurde an das Direktorat, an das Kollegium, ein Antrag gestellt von dem quasi Kollegiumsablegern, sage ich jetzt mal, aus Nysa, den Wissenschaftlern dort vor Ort, die aufgrund der atmosphärischen Halluzinogene dort in der Atmosphäre immer bestens gelaunt sind und die hatten irgendwie, vielleicht unter Einwirkung dieser, eine Vision, dass der Name dieses Planeten ihnen nicht richtig erscheint. Sie erinnerten sich oder sie meinten sich zu erinnern, dass es noch eine fast vergessene Göttin gibt der alten Menschheit, denen sie sich irgendwie verbunden fühlen. Und deshalb haben sie einen Antrag gestellt, dass der Planet umbenannt werden soll. Nämlich nicht mehr Nysa soll der heißen, sondern Nopia. Der eine oder andere von euch kennt vielleicht diese fast vergessene Göttin und kann verstehen, warum die Wissenschaftler den Planeten so benannt haben wollen. Und Rune Wilcox hat sich überlegt, das ist unschädlich, dieser Antrag, dem kann stattgegeben werden. Denn er hat noch einen kleinen Hintergedanken. Auch er möchte eine Umbenennung durchsetzen, denn ich glaube, er ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen verliebt, vielleicht sogar, in unsere Vera Kolbeck. Und deswegen, weil auch sie so Großartiges geleistet hat, hat er durchgesetzt, dass dieser Planet, ich glaube, hier in der Nähe hat sie diesen Lebensbaum entdeckt, bin nicht ganz sicher mehr, aber Rune ist das auch egal, dieser Planet soll umbenannt werden und nicht etwa, halt, wir können ihn noch nicht umbenennen, wir müssen erst kolonisieren. Aha, naja, wenn er kolonisiert wird, dann soll dieser Planet nicht mehr Sisaya 3 heißen, sondern auch nicht Kolbeck, wie vielleicht Wissenschaftler auf die Idee kommen könnten. Nein, Vera soll der heißen. So, das aber jetzt genug damit. Jetzt wieder zu den ernsten Dingen des Lebens. Wir werden nochmal eine neue Politik einführen, nämlich die Informationsquarantäne. Die reduziert nochmal die Ethikabweichung, leider auch etwas die Forschungsgeschwindigkeit, aber das ist jetzt dem Kollegium egal, denn ihnen gefällt nicht hier, was auf Pondak Mok los ist. Aber jetzt sollte das hier einigermaßen im Rahmen sein. Immer noch bei 2,41%. Naja, mal gucken, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt. Ja, sie sind aufgebracht. Ich glaube, wenn dieses Aufgebracht-Dasein aufhört, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann aufhören wird, dann könnte sich das dann auch wieder zum Besseren enden. Ach so. Und dann ist wichtig, auf der Erde habe ich vergessen, noch hier, ich glaube, einen in den Arbeitsstand zu berufen. Ne, wo haben wir ihn? Ich meine, ich hätte es vergessen. Ja, hier. Hier gehört noch jemand
in den Arbeitsstand. Genau. Und das gleiche gilt auf Illusion. Da ist auch noch jemand, der hier nicht richtig eingeteilt ist. So nennen wir es mal. Okay, damit aber weiter. Wir warten ja jetzt auf unser Kolonieschiff, denn wir wollen Bugs besiedeln. Und ja, eine Sache könnten wir vielleicht nebenbei noch machen. Und zwar, wir haben ja eine neue Technik gelernt. Wir können hier unsere Korvette, da können wir einen Gefechtscomputer ändern. Und ich denke, wir werden mal einen defensiven Gefechtscomputer hier einbauen. Trefferpunkte Hülle erhöht das und Ausweichen. Das ist, glaube ich, für Korvetten ganz gut, noch besser ausweichen zu können. Wir speichern das mal. Wir lassen das Ares und wir schicken dann auch unsere Flotte wieder auf Verbesserung. Der eine oder andere hat gemeint, ja, wir haben ja eine wirklich extrem schwache Flotte. Aber Leute, ich versetze mich hier immer hinein in unser Kollegium. Wir sind umgeben von Freunden. Es gibt eigentlich keine wirklichen Feinde. Die Organismen, denen wir begegnen, ja, denen weichen wir aus. Für die haben wir großes Verständnis. Insofern gibt es eigentlich keinen Grund derzeit, ernsthaft aufzurüsten. Und wir haben wieder ein neues Alien gefangen, die Orinti. Diese kleinen, als Orinti bekannten, nagetierähnlichen Kreaturen sind auf, ja, wo wir auch, ich glaube, Illusion war das, ne? Einheimisch, wo sich ihr Habitat über die meisten der vielfältigen Klimaregionen erstreckt. Sie vermehren sich extrem schnell und scheinen es besonders zu lieben, an Elektrokabeln zu nagen. Na, großartig. Die Beschaffung von Exemplaren stellte sich unproblematisch dar. Oh, das ist ja mal eine Neuheit hier. Nachdem die ersten Kreaturen gesammelt worden waren, gelangten sogar noch weitere auf die GFS Cassandra, indem sie sich in die Orbital-Shuttles des Erforschungsschiffes schlichen. Warum genau das Museum für Exobiologie Orinti-Exemplare angefordert hat, bleibt ein Rätsel. Oh, ist das etwa etwas Mysteriöses? Keine Ahnung, auf jeden Fall 250 Sozialforschung. Wow, da schreiten wir, glaube ich, jetzt extrem voran, habe ich das Gefühl. So, wir können übrigens hier die Forschungsstation am Schwarzen Loch bauen. Oh ja, das bringt Ingenieurforschung. Das ist auch gut, weil da hinken wir echt ein bisschen hinterher. Das ist jetzt genau das Richtige, würde ich sagen. Und auf der Erde sollten wir auch noch ein bisschen Forschung aufbauen können. Gucken wir mal. Nee, noch haben wir nicht die entsprechenden Punkte, aber gleich die entsprechenden Mineralien, um genau zu sein. Lasst uns hier noch ein einfaches Forschungslabor hinterherbauen. Was machen eigentlich hier... Oh, ich merke gerade, ich habe total gepennt. Unsere Forschungsschiffe, die langweilen sich. Das ist natürlich fatal. Dann sollten wir weiter erkunden. Und wir kommen jetzt schon hier in diesem Bereich, wo wir, glaube ich, noch einen Planeten haben, der erkundbar ist. So, und was machen wir mit der Cassandra? Jetzt eigentlich hier unten gehen wir vielleicht jetzt mit ihr mal hier in südliche Richtung. Wäre vielleicht was Gutes. Tropische Welt. Brauchen wir nicht weiter nachhaken, dann machen wir das. Scott Cartwright auf dem Weg. Was haben wir hier eigentlich? Eine Ozeanwelt und eine Wüstenwelt. Auch nicht so ideal für uns geeignet. Okay. So, hier treffen wir... Ach ne, du fliegst ja sowieso weiter, genau. Die kannten wir schon. Und... Oh, es gibt ein Auseinandertreffen mit dem Tenrazun Commonwealth. Interessant. Wir könnten sie untersuchen, aber vielleicht... Oh, die nächsten unbekannten Alienschiffe. Die vereinigten Chanati-Planeten. Auch die könnten wir untersuchen, aber eigentlich... Und es geht immer weiter. Multyx Sternenimperium. Hm. Ah. Uns wurde wieder etwas mitgeteilt. Das scheinen schon wieder die Nomaden gewesen zu sein, wie mir scheint. Ansonsten kann ich mir nicht erklären. Doch, doch, das wird so sein. Tendrazun Commonwealth. Okay, die schauen wir uns gleich mal näher an. Erstmal befassen wir uns mit dem giftigen Planeten. Der fünfte, glaube ich, der
Planeten, die wir untersuchen sollen. Die Flora und Fauna dieses Planeten sind angeblich an ihren eigenen giftigen Emissionen erstickt. Dies wurde wahrscheinlich durch die Freisetzung reaktiver Gase begünstigt, die unter der Kruste des Planeten eingeschlossen waren. Wir haben ein Spezialprojekt ausgegeben, um diese Angelegenheit zu untersuchen. So ist es. Und wir gehen dann auch direkt mal rein, weil das hat für uns Priorität. Die Ariadne soll das mal hier kurz abbrechen, sondern lieber hier das Projekt erforschen. Scheint mir wichtiger zu sein. So. Ja. Dann weiter. Oh, wir haben wieder einige Mineralien. Dann lasst uns mal kurz hier auf Pondakmok, habe ich gesehen, das könnten wir auch mal hier ein bisschen Gebäude verbessern. Ein neues Kraftwerk ist hier durchaus angebracht. Und Bergwerke, da können wir auch noch einiges machen. So, sehr schön. Das ist gebaut worden. Wunderbar. Der Mails am Mailstrom. Tja, jetzt ist die Frage. Oh, wo ist hier was los? Feindflotte. Achso, da fliegen wir, glaube ich, nur durch. Genau, da fliegen wir nur durch. Jetzt ist die Frage. Ist es tendenziell ratsam, einen Außenposten vielleicht hier zu bauen? Könnte man direkt machen, um zu verhindern, dass sich hier dieses Großherzogtum weiter ausdehnt. Und außerdem ist das hier sehr interessante Forschung und wir bekommen vielleicht dann Ustier mit in den Bereich. Wäre eine Möglichkeit, wie ich finde. Allerdings sind Außenposten ja immer sehr, sehr teuer, was den Einfluss betrifft. 200 ist natürlich eine richtige Hausnummer. Ah ja, wir fliegen erstmal nach Krimdor und warten mal ein bisschen ab. Ansonsten glaube ich, stationsmäßig können wir gar nicht weiter. Ja. Ausbauen. Wir haben in unserem Bereich, wenn ich das richtig übersehe, alles. Nein, Shady! Shady ist doch noch. Mensch, wie kann ich Shady vergessen? Dann Kursänderung auf nach Shady. Prima. So, wir treffen schon wieder auf Feinde hier in Erbanauer. Eine kontinentale Welt. Das ist natürlich hochinteressant. Das heißt, wir müssen mal gucken, wo sie ist. Wo ist sie? Ist sie etwa hier, genau bei den Kristallsouveränen? Das ist eine gefrorene Welt. Sehe ich sie noch nicht? Da ist sie, ach so. Wisst ihr was? Dann machen wir Folgendes. Wir werden jetzt mal wieder manuell erforschen. Dann, weil das wollen wir uns doch nicht entgehen lassen, diese Geschichte. Also komm, erkunden. Nee, bitte mal. So, nochmal bitte. Erkunden. Mit Shift versuche ich das jetzt mal hier hinzukriegen, dass wir einfach diese Lebewesen umgehen. So, dann machen wir ganz zu Schluss die kontinentale Welt. Und wollen mal schauen. Ach, hier muss ich heraufklicken. So. Was es damit auf sich hat. Sehr schön. So sollte das kein Problem sein. Auf der Erde. Ah ja, das war, glaube ich, die Forschungsstation, die dort gebaut wurde. Ja, und wir brauchen ein bisschen Energie. Oh, hier breitet sich der Rat der Laginachus weiter aus. Und wir haben aber jetzt erstmal. Das ist natürlich auch ein attraktiver Bereich. Wo können die denn eigentlich? Tundra-Welt? Na gut. Es ist, wie es ist. Massenaussterben. Die Risse in der Kruste des Planeten, die wir anfangs noch für die Resultate gewaltiger tektonischer Aktivitäten hielten, sind in Wirklichkeit die bleibenden Spuren unfassbar großer Wurzeln, die sich tief durch die Erde bohrten. Irgendwann vor langer Zeit führte eine wilde Mutation dazu, dass das Wachstum der einheimischen Pflanzenwelt völlig außer Kontrolle geriet. Dies wurde möglicherweise bewusst von einer fühlenden Spezies ausgelöst, die aber die Konsequenzen ihres Handelns kaum vorhersehen konnte. Viele dieser Pflanzen vermehren sich durch Pollenflug. Die Luftströme der unteren Atmosphäre sind stark mit Keimzellen gesättigt. Während dieser Prozess ursprünglich nur für leichte Irritationen sorgen, diese Prozesse erstickten alle Tiere auf dem Planeten durch den exponentiellen Anstieg von Luftpartikeln innerhalb weniger Monate.
ist ja schrecklich. Meine Herren, was alles passieren kann. Also, wir lernen mal wieder, wir müssen aufpassen, wenn wir an der Flora und Fauna rumfummeln eines Planeten. Das ist etwas, wo der der grüne Frieden ja sowieso aufmerksam ist. So, unser Gouverneur Siya Chandran ist drogensüchtig geworden. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ist das die Gouverneurin auf Nopia? Nee, Yuna Sato. Das würde ja passen, aber nein, Siya Chandran, wo ist die denn? Gucken wir uns mal kurz an. Pondak Mok. Na sowas. Ich kann es nicht glauben. Also ich bin doch ein bisschen empört. Was macht denn drogensüchtig? Schön für sie. Sehen wir das hier gerade? Nee, das sehen wir nicht. Ich guck mal kurz. Hier sehen wir das, glaube ich. Ach, ihre Lebensdauer reduziert sich. Naja, gut. Dann wird sie den Baum des Lebens nicht ohne weiteres so wie die anderen genießen können. So, wir haben eine negative Bilanz, weil das Kolonieschiff. Ach, die Raumhafenverbesserung hatte ich auch schon in Auftrag gegeben. Okay. Weil das... Ach nee, das ist keine Raumhafenverbesserung, das ist die Verbesserung der Regulatorenflotte. Ja, das Kolonieschiff ist fertig und wir können es auf Kurs schicken in Richtung Bax. Und zwar, um genau zu sein, Bax 2a. Den wollen wir kolonisieren und wir müssen uns einen geeigneten Standort aussuchen. Und ich wähle mal... Ich glaube, wir sind vor allem... Oh Gott, das können wir noch gar nicht. Dicht der Dschungel. Ah, doch, eigentlich. Ach nee. Ja, wo tun wir es hin? Ich glaube, weil wir Forscher sind, interessiert uns hier diese Forschungsgelände vor allem. Trotzdem bin ich unentschlossen. Machen wir es hier hin. Okay. Dann auf geht's. Oh Gott, was ist denn das für ein Kurs? Wieso musst du diesen Kurs nehmen? Hä? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, Leute. Warum ist das so? Weil er vielleicht diese Alienschiffe... Ah, vermutlich will er den Alienschiffen ausweichen. Das ist ja hochinteressant, dass das so funktioniert. Ja, tatsächlich. Wir machen mal auf Passiv und hoffen, dass sie hier... Oh nee. Oh nee, das könnte schwierig werden. ja. Ja. Jetzt kommt der eine oder andere, der sagt, siehste, hätten wir mal die organischen Wesen abgeknallt. Aber nein, wir kriegen das auch anders hin. Wir werden uns erst einmal... Habe ich das richtig angewählt? Nein, das Forschungsschiff, das Kolonieschiff. So, genau. Wir werden uns erstmal hierhin bewegen. Dann gehen wir diesen kleinen Umweg. Ach, das geht nicht. Okay, oh Leute. Leute. Nochmal das Ganze. So, dann müssen wir das anders machen. So. So. Und ich glaube, hier können wir uns dann durchbewegen. So. Hoffe ich zumindest. Ja, das geht. Ja, so ist das. Wenn man die Lebewesen schützen will, dann muss man eben auch ein paar Umstände akzeptieren. So, was haben wir da gebaut? Irgendwas. Es wäre schön, wenn einem hier angezeigt würde, was man gebaut hätte. Das fände ich ganz nett. Und ich sehe gerade, wir können schon wieder so viel Neues bauen. Dann lasst uns hier doch mal gucken. Also wir haben so viele Mineralien, wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Dann werden wir hier noch weiter unsere Energie steigern mit dem Kraftwerk 2. Wir werden mal gucken auf der Erde. Nee, wir gucken mal lieber auf Elysion. Da hatte ich, glaube ich, noch was in petto. Ja, zum Beispiel hier. Das Bergbau-Netzwerk. Genau. Ja. Und hier, oh Gott, die sind alle unzufrieden. Da müssen wir perspektivisch auch was tun. Und wir könnten eigentlich mal bald, aber wir haben dafür noch nicht die Mineralien, hier mal was entfernen. Warten wir mal ab. Ja, jetzt können wir es. Dann setzen wir den nachher
dorthin. Übrigens, was ich noch nicht bemerkt habe, mir wurde ja gesagt, dass sich das sehr nachteilig auswirkt, wenn die Nachkommenschaft hier bei Sklaverei nicht erlaubt wird. Aber ich habe echt noch nicht erlebt, dass es irgendwie Probleme gibt. Also die Wachstumsrate reduziert sich nicht. Und irgendjemand hatte mir geschrieben, dass wenn die normalerweise jetzt quasi entstehen würden, wenn der Balken hier hochgeht, dass sie dann sterben, wenn sie Kinder von Sklaven sind. Was wiederum irgendwie, ja, woher weiß man, von welchem dieser Pops dieser nun wiederum kommt. Das ist also ein bisschen mysteriös, dieser Fall noch. Ich muss das nochmal weiter beobachten. Derzeit scheint mir das keine Probleme zu bereiten, sondern einfach nur dazu zu führen, dass die neuen Pops eben noch keine Sklaven sind, was in unserer Sprache heißt, noch keinem Nährstand oder keinem Arbeitsstand zugeordnet sind. Okay, das beobachten wir. Wir werden auch mit Spannung beobachten, ob unser Kolonieschiff dort heil ankommt. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Bis dann, macht's gut. Euer Steinwallen.